meinen, er hätte blaues Blut. Was war? Er brachte einen Hasen mit und meinte, ich soll was Besonderes kochen. Ganz schön wählerisch. Oh, das ist gelinde gesagt. Sahnesoße geht nicht, weil er davon Bauchweh bekommt. Knoblauch kann er nicht riechen, Senf kann er nicht leiden und Schinken ist ihm zu gewöhnlich. Verstehe, das ist ärgerlich. Fällt dir ein, was ich damit machen könnte? Die Würze ist das A und O. Brate das Fleisch mit Schmalz an, nur gibst du diesmal ein bisschen Rosmarin und Wacholder dazu. Rosmarin? Hab ich von einem Händler. Er hatte das in Prag und meinte, es wäre ein wahrer Hochgenuss gewesen. Na gut, dann versuche ich das. Und wenn's ihm nicht schmeckt, sperre ich ihn zu den Hühnern, dass er nächstes Mal einen anständigen Hunger hat. Das wird ihn lehren. Vielleicht hättest du das schon längst tun sollen. Da ist was dran. Das war ein schönes Gespräch. Guten Tag, du hast einen Hinweis für mich? Allmächtiger. Ist dir etwas zugestoßen? Oft. Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Oft. Wie stehen die Dinge? Ende. Der hiesige Schmied ist seit Tagen wegen des Rataya-Turniers niedergeschlagen. Er lässt sich nicht aufmuntern. Vielleicht hilft ja mein Schnaps gegen den Kummer. Hä? Wie stehen die Dinge? Nicht übel, denke ich. Gott sei mit dir. Ich kaufe jetzt einfach Schnaps und gebe ihm das. Komm. Wo ist denn der Schmied? Dann kriegt er jetzt ein bisschen was eingetrichtert. Der kann nur da sein, oder? Hä? So viele Möglichkeiten gibt's doch hier nicht. Außerdem habe ich ihn ja schon entdeckt. Da ist er ja schon. Ach, da beginnt sogar eine Quest. Aber die will ich ja gar nicht. Oh je. Oh je. Ach, die Quest ist das Rataya-Turnier. Shit. Nee, die will ich jetzt nicht starten. Alles Gute. Puh, es ist teuer. Egal. Okay, ich habe es umsonst. Ab. Das ging schnell. Ich habe es umsonst Schnaps gekauft. Das tue ich aber sowieso so oft. Komm, da muss so ein Nest drin sein, oder? Ich schwör, wie grob, da ist wirklich ein Nest drin. Da. Oh. Oh. Da ist ein Dieb. Sakra. Ich kann ihn nicht stellen. Genug! Ich ergebe mich. Ups, einmal zu viel geschlagen. Dem hast du es gezeigt. Und, hast du die Beute? Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Nein, 4 Groschen. Mach dir mal im Griff. Ja, plündern kommt hier gar nicht gut an, deswegen lass ich ihn einfach liegen. Und holen wir stattdessen das Nest. Zack. Da ist es. Der Hammer. Weiße Federn. Hä? Ist das nicht derselbe Dieb wie gerade? Hey! Wäre jetzt witzig, wenn er ihn beklaut. Das ist ihm vor allem völlig scheißegal. Ach, der macht doch einen Scheiß alleine. Ich begebe mich jetzt in den Wald. Ja. Und zwar dahin. Ja.
In der Hoffnung, dass die nette Kräuterhexe, beziehungsweise Kräuterweib, die letzten beiden gewünschten Kräuter für mich dabei hat. Dieser Wald sieht anders aus als woanders. Ja. Achso, das war schon das Haus. Nee, hä? Doch. Ups. Hübsch. Kann ich mich hier waschen? Kann ich. Kann ich merkwürdig von der fremden Frau. Aber bitte. Okay. Was brauche ich jetzt genau? Einbeere Augentrost. Hallo. Grüß dich. Was benötigst du? Einbeere. Bingo. Ich gebe ihr mehr, als sie will. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Das alles? Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Kriegst du jetzt einen Groschen oder was? Geil, jetzt habe ich doch alles. Das sieht astrein aus. Na dann. So schnell kommt man mit ein bisschen Planung an alles, was man will. Solange es auch im Dreck wächst. Laden, laden, laden. Yay! Okay. Ja. Rein in, ich weiß nicht, das hier ist noch gar nicht das Kloster, ne? Das Kloster ist erst hinter diesen Mauern, aber was zum Teufel ist denn das? Ja. Au. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Ausgezeichnet, du hast alle Pflanzen. Die nehme ich an mich. Und das Buch, hast du es mitgebracht? Ja. Das habe ich. Hier ist es. Oder gibt es mehr von? Oh ne, auf keinen Fall nehme ich das da. Das ist ein Questding. Danke für alles. Ich beauftrage jemanden mit dem Abkratzen der Tinte und erstelle dann das Herbarium. Wusste gar nicht, dass es geht. War mir ein Vergnügen. Yay! Na, Chemie kann ich noch gar nicht. Alles Gute. Cool. Und Spiel gespeichert. Wie sieht denn das jetzt aus? Redekunst? Ach nee, das war ja sowieso schon mal da. Da. Sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht, okay? Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen, ich verkaufe nie Kräuter. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleiste. Das finde ich cool. Ja, das machen wir. Sehr gut. Ich talk ihn nochmal an, vielleicht hat er noch was. Wobei, scheint nicht der Fall zu sein. Das haben wir auch gerade eigentlich gecheckt. Auf bald. Na schön, dann geht's jetzt hier weiter. Ich talk dann den mal an. Ich muss hier weg. Ja, mach das, Mann. Und wer bist du? Bruder Elias. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen.
Hab Dank. Möge Gott über dich wachen. Achso, das war der Falsche. Die da. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Von wem? Hä? Das sieht aus wie der Schmied von gerade. Naja. Mit ihr muss ich reden. Johanka? Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Da muss ich wohl wühlen. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft, und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Aber reiß keinem die Zähne aus. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz, aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es, aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Was für Penner. Nun gut. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Nicht gut. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Nee, danke. Das haben wir schon gefragt. Ich schaue mir jetzt erstmal jeden einzelnen Kranken
Typen an. Der kommt aus eigener Kraft durch. Er braucht nur etwas Schlaf. Das ist gut. Jetzt gehen wir ja immer im Uhrzeigersinn durch. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Gott sei mit dir. Na, immerhin das noch. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Bitte. Da kann ich stehlen, ist ja nett. Was willst du? Du bist nicht aus Scarlets. Nein, aber bitte, hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Okay. Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Tja, dann mach mal. Gott sei mit. Und das sieht doch verdammt gut aus. Hä? Du bist's. Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Auf bald. Sehr gut, den haben wir also schon. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Sehr gut. Hier ist alles gut. Sehr gut, den hatten wir schon. Dann geht's bei dem Tropf weiter. Hier ist alles gut. Er hat bestimmt was zu sagen oder was anhat. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Hä? Philipp, aus Scarlets. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? What? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlets? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied.
aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Nicht. Wir sehen dann, was wir tun können. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh. Ich glaube, das war nicht so nett. Manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Muss ich jetzt Johanka instrumentalisieren? Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Das finde ich gut. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr. Verstehst du etwas von Kräutern? Was ist die Frage? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollen. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Da hab ich durch. Okay, dann war's das. Und was wir jetzt gleich versuchen? Nächste Folge.